Herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator zur, ich glaube, 15. Folge. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Ja, was haben wir in der letzten Folge getan? Weiß ich selbst nicht mehr so genau, weil das schon eine Weile her ist. Von daher gucke ich mal. Wahrscheinlich haben wir die Gerste gedroschen. Ich glaube, wir haben Gerste gedroschen. Von daher können wir da eigentlich mal grubbern. Mal gucken, ob das der Kramer hinkriegt. Ansonsten haben wir den Ladewagen geleert, habe von dem dann dadurch noch ein bisschen Geld kassiert. Ja, warum denn nicht? Dann fahren wir den jetzt erstmal zum Händler und verkaufen den. Weil mit so einem Scheißding brauchen wir sie ja nichts anfangen. Da habe ich zwar nur einen Traktor, aber mehr brauche ich ja nicht. Von daher schnell, ups, schnell verkaufen, schnell Geld bringen, würde ich mal sagen. Gewinnen ist immer gut. Kann man unterwegs auch gleich mal gucken, ob hier irgendwie was von den Preisen her sich tut. Bis auf die Zuckerrüben. Und den Mais sieht es eigentlich relativ schlecht aus. Rüben ist eigentlich auch ganz interessant, von daher würde ich das gerne machen oder vielleicht sogar die Kartoffeln. Also auf jeden Fall würde ich bald mal gerne was Neues machen. Halt, ich möchte gerne mal zu den Preisen. Okay. Das wollte ich nur bestätigt bekommen. Achso, wir können hier nochmal die Statistiken reinschauen. Weizenlager. Sieht eigentlich relativ gut aus. Alles relativ gut gefüllt. Von daher sind wir für die nächsten großen Nachfragen eigentlich relativ gut gerüstet. Raps haben wir relativ wenig, Mais kann man nicht machen, Kartoffeln kann man nicht machen, Zuckerrüben können wir nicht machen. Von daher können wir nochmal Raps machen, auch wenn das relativ niedrigen Ertrag hat. Aber wir kriegen ja momentan eh nicht so viel. Also, dann können wir hier noch ein bisschen Kredit zahlen. Zurückzahlen, 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 zurückzahlen. Okay, haben wir wieder noch 4000. Gut, was? Da müssen wir gleich drin sitzen bleiben, denn mit dem wird jetzt gegrubbert. So. Gut. Ab aufs Feld mit dem schnellen Hörer, der eh der beste ist von den ganzen Traktoren, die man am Anfang nicht am Ende hat. So am Ende hat, weiß ich nicht. Werden wir dann sehen. Ich fahr zu schnell. Ich soll jetzt hier Tempomat 1 fahren. Das ist auch genial. Warum denn nicht? So, dann wird das hier einfach runterzackert, wie manche so gerne sagen. So einfach. Und dann wird die Erde nämlich wieder auf die nächste Saat vorbereitet, weil wenn die mal ja umgegraben ist, dann ist die Erde auch fruchtbarer, weil die jetzt hier logischerweise nicht mehr so fruchtbar ist, weil da eben die Gerste sich die Nährstoffe schon rausgezogen hat, sag ich mal. Warte mal, ich kann hier mal kurz gucken nach so einem Timer-mäßig, ob hier irgendwas machbar ist. Suchen. Komm, und die Wände, sehr gut. Uhr, haben wir es da. Und der Timer, sehr gut. Den stellen wir jetzt mal auf 10 Minuten und starten den. So. Gut, dann geht es auch schon wieder ab in die nächste Reihe. Mal gucken, wie lange wir uns hiermit aufhalten werden. Wird auf jeden Fall schneller gehen als das Dreschen. Ja, das Dreschen fährt, glaube ich, langsamer fest, nur so 10 km/h. Wenn ich mich recht entsinne. So, dann nehmen wir den noch ganz hoch.
wenden und senken den auch wieder. Oh. Ganz schön knapp jetzt. So. Schön gerade fahren. So, was man jetzt als nächstes machen wird, weiß ich jetzt selber auch nicht so genau. Wieso die folgenden Vorgehensweisen sind, sage ich mal. Ich will erstmal sehen, dass ich wieder den Kredit bisschen senken kann. Wenn ich was kaufen will, dann treibe ich den in die Höhe und dann will ich ihn danach aber wieder auch wieder senken. Dann möchte ich gerne zusehen, dass ich ja an größere Geräte komme, vielleicht jetzt nicht gleich einen neuen Traktor, wie die meisten es vielleicht sehen wollen oder so. Ich bräuchte erstmal gerne einen neuen Krubber, hier so ein Ding, was ich hier hinten dran habe, das blaue, einen größeren, damit das hier schneller geht. Ich würde gerne den ganz großen Deutz Drescher haben, also den richtig komplett großen, den größten, den es im Spiel gibt, weil ich damit auch Mais ernten kann. Dann würde ich eventuell gerne auch irgendwann auf einen neuen Traktor umsteigen. Momentan tut es der Bürger noch. Vielleicht kann man das ja dann machen, wenn der Sprit leer ist oder so. Von daher ist, steht da noch so ziemlich alles in den Sternen, würde ich mal sagen. So, ist das schon die Hälfte hier oder so? Verlorenes Gepäck. Ich habe die ganzen Gerätschaften nicht. Von daher ist das ein bisschen doof, dass man das irgendwie nicht ganz ausstellen kann mit diesen ganzen Missionen. Ich denke, es wird auch Raps drauf kommen. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, ich mache Raps drauf. Weil Weizen, weiß ich nicht, brauche ich jetzt noch nicht. Mache ich Raps und danach vielleicht Weizen. Aber ansonsten, ja, mal sehen, was man so für den ganzen Kartoffelkram braucht. Das kann ich jetzt auch mal nachgucken. Immer noch die Reihe zu Ende und dann gucke ich gerade mal beim Händler, was das kostet. So, bleiben wir mal kurz hier stehen, drücken die Taste P und schauen dann mal bei Erntemaschinen Kartoffelernte. Verwendung Krautschlagen von Kartoffelernte. Pferd ist einsetzbar konzipiert. Die Krümel Krautschläger überzeugen durch eine solide Verarbeitungsqualität und eine hohe Langlebigkeit. Kartoffelroden benötigt vorher Krautschläger. Okay. Wurde eine neue Leistungsklasse der Kartoffelernte definiert. Vierreihig aus der Gabe. Roden schonende Absiebung über die gesamte Maschinenbreite und ausgezeichneter Bodenschutz sind nach wie vor die Kernmerkmale des Tektron. Okay. Das heißt, wir müssen erst mit dem Ding drüber fahren. Zu wenig Geld. Das Ding kostet auch erstmal einen Arsch voll Geld. Damit können wir die Kartoffeln roden. Okay. Rübenernte ist die günstiger? Nee, ist teurer. Hier Kipper könnte man hier mal einen Gillibert brauchen. Grober hier, was kostet der Amazone? Oder vielleicht hier den Horsch gleich, der Horsch. Wer ist denn der? Arbeitsbreite 3 Meter, 6 Meter, doppelt so viel. Amazone, ich bin da eher noch von dem Amazone.
Flüge wollen wir keine mehr haben. Flüge mit Rückgrat. Was? Naja. Seemaschinen würde ich auch gern was Neues haben. Krimme, Kartoffeln legen. 10 von Weizen, Gerste, Raps oder Gras. Kartoffeln legen. 10 von Weizen, Gerste, Raps und Gras. 10 von Mais oder Zuckerrüben. Also brauchen wir das Ding. Und die Kartoffeln legen müssen wir mit dem Ding hier machen. Und dann werden die gerodet oder was? Kraut schlagen. Damit ernte ich die oder wie? Und damit fahre ich vorher drüber. So wie ich bei den Rüben erst dass die Blätter häcksle mit dem Ding und dann sie ernten kann. Und das als noch als Selbstfahrtding. Zum Abtransport in ihre Lager sollten sie aufgrund der Überladehöhe einen von den Anhängern benutzen. Krüger, Akroline, Krampen, Big Buddy, das sind schon fette Hänger. Nein, ich möchte auch dies nicht tun, was auch immer das gerade war. Ach, ich dürfe ja nur Tempomat 1 fahren. Na gut, na gut. Senken. Ja. So sieht das doch besser aus. Mit dem kann man auch super Rasen mähen. Das funktioniert echt prima. Und ich glaube, also wenn ihr jetzt denkt, das klingt ein bisschen banal, solange das Ding behalten, bis der Tank leer ist. Ja, wir haben jetzt für das komplette Feld bisher 1 Liter verbraucht und ich denke, also im Spiel geht die alles ein bisschen schneller voran. Außerdem fahren wir nicht ununterbrochen mit Traktor. Ich denke, so unrealistisch in diesem Spiel wird das, glaube ich, gar nicht so sein. Außerdem verschwenden wir dann keinen Sprit, auch wenn wir den nicht bezahlt haben. Aber das ist auch ganz toll, wenn man beim Händler Sachen kauft und die Fahrzeuge sind dann komplett vollgetankt. Das ist natürlich auch immer was richtig cool ist. Spart man immer einen Haufen an Geld. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal für die nächste Zeit richtig schön viel Kohle. Und verdammt gut Nachfrage. Wir brauchen einfach das Geld. Das ist einfach so. Ich habe auch keinen Frontlader mit Palettengabel oder so ein Kram. Wozu? Ballentechnik weiß ich jetzt noch nicht, ob man sowas braucht. Das sind diese Rundballen oder die Quaderballen, womit man mit dem Traktor fahren kann und das Ding hinten dran hat und dann einfach nur das Stroh dann zusammengepresst wird. Mehr ist das ja nicht. Im Prinzip machen wir das mit dem Ladewagen, indem wir das einfach aufsammeln und dann das Stroh verkaufen. Was eigentlich immer relativ gut Geld bringt, was uns beim Raps aber kein Geld bringt, weil da kein Stroh übrig bleibt, was ein bisschen schade ist. So, ich finde, das geht eigentlich relativ gut vorwärts hier. Also wird die Folge wahrscheinlich zu Ende sein oder sind wir beim Probern fertig. Ja, die Folge ist auch zu Ende. Ich denke, wir haben noch ein bisschen, von daher fahren wir das hier jetzt noch zu Ende. Damit wir hier mal was in der Folge was fertig kriegen, weil ansonsten mache ich immer so dämliche Cuts, vor allem in GTA 4 bin ich da schon relativ gemein. Was mich relativ freut, weil ihr dann wissen wollt, wie es weitergeht. Und das soll so ein bisschen zum Zuschauerbindung beitragen, ne? Dass ihr da auch hoffentlich in der nächsten Folge dabei seid, weil das freut mich natürlich immer. Anfangs ging ja GTA 4 total nach hinten los, aber mittlerweile
sind da echt noch ein paar Zuschauer dazugekommen, die das richtig interessiert und teilweise auch selber gespielt haben, die dann ein bisschen mitreden können, die dann immer da so ein bisschen die Erinnerung kommen, war schon gelesen, ach ja, die Mission, die war echt cool und ach, ich weiß noch, denselben Fehler habe ich auch gemacht und das habe ich nicht so gemacht und ist immer ganz witzig, wenn man da so eine Resonanz bekommt von Leuten, die das schon gespielt haben, weil ich spiele das ja zum ersten Mal, wenn ich im Gegensatz zu mir, weil ich spiele es ja wie gesagt jetzt zum ersten Mal, ich habe es ja vorher noch nicht durchgespielt oder so, habe ja jetzt momentan vor, wird doch ein bisschen dauern und ich komme echt nicht zum Aufnehmen von F1, ich habe irgendwie momentan so keine Lust zu, ich weiß, es ist nur ein Wochenende, aber ist ein bisschen stressig gerade. Weiß ich noch nicht, wie das jetzt läuft. Achso, hat doch gepasst, Madame. So, dann rasen wir hinauf und rasen wieder hinunter und dann soll es das gewesen sein. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt hier noch in zwei Reihen hin. Ja, das passt, denke ich. Also hier oben auf jeden Fall, unten wird es vielleicht ein bisschen kritischer. Mal gucken jetzt. Geniale Wände hier. Guck, Gras gemäht. Und ja, hier passt's. Naja, das passt. Ich denke, das passt. Da unten ist noch so ein kleines Ding ins Wasser, so ein bisschen hinaussticht. Ich glaube, das krieg ich. Ach, komm. So. Wunderbar. Damit wäre das komplette Feld gegrubbert. Sehr gut. Ich kann also ein bisschen schneller fahren. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal beim Landwirtschaftssimulator 2013. Tschüss.